Wir blockieren hier seit 4 Stunden den Eingang zum Landwirtschaftsministerium in Berlin, um auf die Zusammenhänge zwischen der Klimakrise und der Art, wie wir uns ernähren, hinzuweisen. Wir sind Aktivisten von Animal Rebellion und Extinction Rebellion. Wir machen uns Sorgen um unsere Zukunft und die Zukunft der Erde, weil durch die Art, wie die Menschen sich ernähren, die Erde zu stark belastet wird. In Südamerika wird der Regenwald abgeholzt, um Soja anzubauen, das nach Europa exportiert wird und mit dem in Europa die Rinder gemästet werden, damit man sie schneller schlachten und Billigfleisch daraus machen kann. Das Ernährungssystem, die Landwirtschaftsindustrie ist zu einem toxischen System geworden, das immer größere Stücke der Erde in Anspruch nimmt. Von den Lebewesen, von den landlebenden Säugetieren sind nur noch 3% wildlebende Tiere. 67% sind Tiere, die der Mensch zu seiner Ernährung und zu seiner Benutzung hält. Diese Probleme werden von unserem Landwirtschaftsministerium noch verschlimmert, weil das Landwirtschaftsministerium eine Interessenvertretung der Agrarindustrie ist. 15% der Emissionen von Treibhausgasen kommen aus der Tierindustrie. Die Tierindustrie macht damit einen riesigen Beitrag zum Klimawandel, der das Klima auch in Deutschland schon so stark verändert hat, dass der Wald hier stirbt. Hier muss umgesteuert werden. Deswegen blockieren wir dieses Landwirtschaftsministerium, denn es ist das Ministerium der Agrarindustrie. Nur von vorne, bitte. Genau, also ich bin heute hier, um ein Zeichen gegen die gewalttätige Tierindustrie zu setzen. Wir haben jahrzehntelang Proteste angemeldet, wir haben Videos aus Schlachthäusern, aus Massentierhaltungen gezeigt, wir haben versucht, mit den Leuten zu reden, wir waren am Schlachthof. Wir haben schon alles versucht und es hat nichts geholfen. Es werden immer mehr Tiere getötet, immer mehr Tiere gegessen. Die Ausbeutung nimmt massiv zu, anstatt dass sie endlich aufhört. Und deswegen gehen wir jetzt in den zivilen Ungehorsam.